Hallo und herzlich willkommen zurück bei Randall's Monday. Wir sind endlich aus dem Knast draußen. Wir haben ein Nikotinkaugummi mitgebracht und einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wohin? Wohin? Was tun? Ich habe gerade keine Ahnung. Es ist aber offenbar Abend oder Nacht. Von daher würde ich sagen, wir gehen in die Wohnung. Vielleicht legt er sich schlafen. Randalls Bude, genau. Guten Abend. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. War das eine Antwort? Weißt du was, ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachen gerne darüber. Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll, ich gebe auf, okay? Ich lass das jemand anders machen, ich hab schon genug gelitten. Ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher, viel schlimmer kann's nicht werden. Tag 2190, Montag, das letzte Barbecue. Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei! Mann, das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein! Oh, super. Einfach super. Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden, als mit einem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelregen, überall Lava und verfaulte Körper, soweit das Auge reicht, ganz nach meinem Geschmack. Okay, hat er das jetzt alles gesehen, als er aus dem Fenster geguckt war, hat? Und was war das jetzt bitte für eine Oma da im Wohnzimmer? Ist die in der Zwischenzeit hier eingezogen? Da gehe ich jetzt nicht raus. Nee, ich... Ach so. Sieht so aus, als gingen da draußen ganz üble Dinge ab. Ja, können wir mal gucken? Okay, auf jeden Fall ist das Licht rot. Ist die Oma noch da? Schätze, Marconi schlägt zurück. Ja, lass mal stecken, okay. Ich bin tot. Ich würde dir einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Aber, wow. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit heute auf mich wartet? Und alles wegen dir? Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Aber ich... Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Aber was geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat. Ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen. So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raum-Zeit-Kontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander. Wir sind hier, um das System zu rebooten.
Weißt du, einfach von vorne anfangen. Was heißt denn wir? Du weißt schon, wir im Sinne von ich und meine Brüder und dieser Charakter. Hey Mann, der Tod hat mich mitgenommen. Matt, du lebst. Ja, hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Schön, dich zu sehen, Mann. Das ist schon so lange her. Klar, Mann. Also, was ging letzte Nacht? Hast du die Braut rumgekriegt? Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Müsli? Klar, aber... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt wo du es sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren, verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Entschuldigung, Mr. Tod. So, meine lieben Jungs, ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verschwendet. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen ernten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm eben. Prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Okay, aber was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Dann wird euch die Steuerbehörde für all eure Vergehen bestrafen. Die Steuerbehörde? Kann ich fernsehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shoppingkanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Also die Steuerbehörde ist auf jeden Fall schlimmer als die Apokalypse. Da bin ich mir sicher. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. Oh, so wie in der einen Folge von Twilight Zone, die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Eben die! Mann, was für eine Scheiße, was? Ach, eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Ha! Wir haben den ADAC überlebt. Wir sind härter drauf, als du glaubst. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Aber wir haben es überlebt, stimmt's? Mal sehen. Ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber... Ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich hab ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Also, glaub mir. Wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich es schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von Leben auf der Erde vernichtet habe. Okay, okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Fresse im Müsli hättest, wäre dir das sicher auch schon aufgefallen. Weiß nicht, sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Entschuldigt bitte, aber seid ihr bald fertig? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt den Shoppingkanal rein? Hab ich schon immer. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille habt das Raum-Zeit-Kontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raum-Zeit-Kontinuum? Und was hat das alles mit dem Shoppingkanal zu tun? Alles. Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubiegen, aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast. Was zur Hölle sollte ich denn machen? Ein Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Jeden einzelnen Tag, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem bebrillten Freund hier. Aber alles wäre nicht passiert,
Wäre da nicht ein kleines Detail? Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shoppingkanal, stimmt's? Du meinst die Wondermatic 9000 Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Eben die. Wondermatic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie hier umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Aber das eigentliche Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Ideen mehr. Also war am Ende der Shoppingkanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shoppingkanal. Aber Matt sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist etwas weggetreten im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Es ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Tja, das ist ja dann nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Warte, aber... Kein Aber. Genug gequatscht. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, weißt du? Bald werdet ihr beiden die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Was für eine merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheißapokalypse! Tja, sieht so aus. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shoppingkanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen. Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so besoffen? Ja, klar waren wir besoffen. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann. Aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen. Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shoppingkanal. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Müll man da kaufen kann. Ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, wenn man es so sieht. Siehste? Dann mal los. Okay, machen wir es uns gemütlich. Okay, also Matt hat anscheinend den Shoppingkanal geschrottet und offensichtlich hängen wir hier irgendwie fest, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Was für ein Chaos. Ich würde ja zu gerne mal rausgucken. Tja, Matt, was machen wir denn mit dir? Also, Kumpel. Ach, du ahnst es nicht. Wie ist es dir denn so ergangen? Mann, wie biegen wir das nur wieder hin? Was machen wir jetzt? Also, wie läuft's? Ach, Sally, genau. Wie läuft's denn so mit Sally? Also, wie läuft's denn so mit Sally? Tja, die ist ganz von der Hochzeit besessen. Aber bei mir ist alles okay. Es sei denn, die ganzen Albträume haben was mit der Heirat zu tun. In dem Fall geht's mir nicht so gut, wie ich dachte. Weißt du denn, was sie im Moment so treibt? Ich glaub, sie wollte heute ein Hochzeitskleid aussuchen. Heute? Oder es ging um die Kleider für ihre Brautjungfern. Matt, bist du sicher, dass sie das heute machen wollte? Mitten in der Apokalypse? Komm schon, Randall. Die Apokalypse ist nichts gegen Brautzilla. Weiß ich nicht, Mann. Geht ein Haufen Scheiße ab da draußen. Wusstest du, dass sie so einen Aktenordner mit tausenden von Seiten hat, den ich jeden Tag anschauen muss? Mir ist doch die Farbe von den Tischdecken oder den Servietten ganz egal. Ich will nur meine ganz besondere Hochzeitstorte. Und weißt du was? Die werde ich auch kriegen. Halt dich fest, Randall. Ich krieg nämlich eine Jabba the Hutt-Torte in Originalgröße. Glaubst du das? Wir fressen den verdammten Jabba. Weißt du, das klingt nicht gerade appetitlich. Du hast recht. Wo hatte ich bloß meinen Kopf? Oh mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der verfickte Weltuntergang. Randall, entspann dich. Mach einfach den Shopping-Sender an, ja? Ich bin sicher, das mit der Apokalypse wird schon nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist das Ende der Welt. Das können wir nicht so einfach ignorieren wie die Resident-Evil-Filme.
Das ist eine ganz andere Nummer. Glaub mir, Randall, die Leute reagieren bei so Sachen einfach über. In ein paar Stunden ist alles wieder ganz normal, da bin ich sicher. Ja, klar, sicher. Scheiß! Hör zu, Kumpel, du solltest nicht alles glauben, was ein sprechendes Skelett erzählt. Die sind aus Prinzip nicht vertrauenswürdig. Du wirst schon sehen, bald ist alles vorbei. Mann, mir fällt schwer zu glauben, dass du das ernst meinst. Na klar meine ich das ernst. Ich lass mich nicht schon wieder mit dem ganzen Weltuntergangsscheiß dran kriegen. Denn wenn ich mich recht erinnere, dann war schon 1996 die Zerstörung durch 16 Millionen Raumschiffe angesagt. Dann der ganze Scheiß mit dem Y2K-Virus. Weißt du, ich warte immer noch auf den Aufstand der Maschinen. Und dann ging's mit den Inkas los und ihren Kalendern. Irgendein Mist über Meteoriten, Photonengürtel, Sonnenstürme. Also wenn du mich fragst, scheiß auf die Apokalypse. Ich bin sicher, es läuft auf ein paar eingestürzte Gebäude und eine Handvoll Zombies raus. Genau, scheiß auf die Apokalypse. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Den Scheiß hast du ihm abgekauft? Weiß nicht, Mann. Aber wenn so ein scheiß Skelett mit einer scheiß Sense zu mir kommt und mir was vom Ende der Welt erzählt, bin ich geneigt, ihm zu glauben. Okay, der Typ war auch überzeugt. Gebe ich zu. Aber trotzdem. Was? Ich glaub nicht an den Tod. Was? Ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, dass wir alle früher oder später ins Gras beißen, aber mir fällt schwer zu glauben, dass ein sprechender Schädel ankommt und meine Seele mitnimmt, wenn's soweit ist. Alter, ist mir scheißegal, was du glaubst. Wir haben Tod gerade persönlich getroffen und er hat gesagt, dass wir die letzten Menschen auf Erden sind. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, klar. Aber sagte er, die letzten Menschen? Oder sagte er, die letzten Männer? Macht das einen Unterschied? Tja, für mich nicht. Ich bin ja schon vergeben. Aber wie sieht's mit dir aus? Ist doch eine schöne Gelegenheit, den Fortbestand der Menschheit mit ein paar gut aussehenden Unbekannten zu sichern. Lass dich einfach gehen, Kumpel. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Wieso? Hat sie etwa zugenommen? Woher zur Hölle soll ich wissen, ob sie zugenommen hat? Guck doch mal aus dem Fenster, die Welt geht unter! Weißt du eigentlich, was so ein scheiß Hochzeitskleid kostet? Das ist ein Vermögen! Und ich sag dir, wenn du einer Frau sagst, sie kann sich ihr Hochzeitskleid nicht aussuchen, dann kann dich nicht mal die Apokalypse vor ihrem heiligen Zorn retten. Das glaube ich ja gerne. Aber vergiss mal nicht, dass... Hör zu, Randall. Sally geht's gut, ganz sicher. Ach, du ahnst es nicht. Ach nee, komm, ey. Ich glaube, ich gehe dann mal die Menschheit retten. Okay, Mann. Bring auf dem Rückweg Kaffee und Tacos mit. Ja. Sicher. Ich dachte, er wollte ein Müsli. Also sorry, aber das ist mir jetzt gerade zu viel Text hier, ganz ehrlich. So, was haben wir hier denn? Seinen Becher hat er einfach mal dahingeschmissen. Das ist Metz Kaffeetasse. Ja, kannst du ihn mitnehmen? Ah, wunderbar. Den kann er mitnehmen. Und da habe ich schon gesehen, liegt die Zeitung. Schauen wir mal, was da los ist. Okay, das darf ich nicht. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Der Letzte macht das Licht aus. Please close the door behind you. You meet me at a very strange time in my life. The end is here. Ja, wunderbar. Der Weltuntergang. Können wir denn einfach mal hier raus? Ach, guck mal. Also hier in den Flur können wir und auf die Straße. Alter, Videothek. Geht das jetzt? Geschlossen. Achso. Hier hat sich ja echt die Erde aufgetan. Okay, da steht Murray. Er war nie der Lebendigste, aber jetzt? Sieht mal aus, als wäre ein Zombie.